Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play RimWorld. Es ist 2 Uhr, nein 3 Uhr nachts und Tasha ist schon aufgestanden und Pharaoh auch, warum auch immer. Aber die gute Tasha ist offensichtlich so ein bisschen nachtaktiv und füllt jetzt erstmal wieder die Vorräte der Kolonie auf, finde ich okay. Also ich finde, unsere erste Woche ist richtig gut gelaufen. Gut, Faith hat natürlich bei keiner der beiden Frauen landen können, aber dafür haben wir ein paar andere Sachen hinbekommen. Unter anderem Jessie so weit zu trainieren, Jessie ist der Hund, dass sie zum einen Kolonisten retten kann, zum anderen Zeug tragen, was echt praktisch ist. Dann haben wir eine Boomratte gezähmt bekommen und wir haben einen Muffalo und dieses Muffalo macht gerade irgendwelche Dinge. Keine Ahnung, vielleicht frisst er hier gerade irgendwas. Mal schauen. Isst Gras, okay. Das ist natürlich auch schön. Ja, dann futter du mal. Passt schon. Kriegen wir hin. Wo geht denn jetzt die gute Tasche hin? Ah, sie wirft ein paar Hufeisen. Finde ich auch okay. Tja, und dann hatten wir 2 Angriffe durch Piraten. Die natürlich dann auch dazu geführt haben, dass wir hier 2 Gräber haben. Und ansonsten, nun ja. Die Kolonisten haben bisher überlebt, was ich schon ziemlich gut finde. Weil, mal ganz ehrlich, ich habe es bisher auch immer mal wieder hingekriegt, meine Kolonie relativ schnell platt zu machen. Und das möchte ich natürlich ungern in einem Let's Play. Denn sterben meine Kolonisten ist diese Runde erstmal vorbei. Das heißt, ich versuche es auf jeden Fall hinzukriegen, dass die so lang wie möglich überleben. Und ich würde mir natürlich auch wünschen, wenn wir es schaffen könnten, noch ein paar mehr Leute zu kriegen. Wow, jetzt sind alle erstmal sauer darüber, dass es hier Dekorationen gibt. Nee, ist klar. Mal gucken, ob sie die... die Dekoration hat sie noch nicht gesehen. Also ich glaube, die müssen erstmal wach werden, bevor sie die neue Deko bemerken und gut finden können. Tasha? Tasha? Okay, wo geht Tasha hin? Ah, Tasha baut Silber ab. Ja, das finde ich gut. Weil hier ist ja so dieser komische Asteroid auf den Planeten runtergestürzt und hat erstmal ordentlich Silber hinterlassen. Und das können wir gut brauchen, denn irgendwann möchte ich ja schon mal meine Krankenstation mit ordentlichen Fliesen ausrüsten. Und diese sterilen Fliesen brauchen Silber als Grundlage. So, Tasha, dann geh hier mal ordentlich schuften. Inzwischen ist auch Flower wach und die geht jetzt erstmal begleitet von Jessie die Boomratte ein bisschen zähmen. Mal gucken, ob es dieses Mal klappt. Dann haben wir nämlich 2. Dann wird das noch was aus meiner Boomrattenzucht. Genauer gesagt, aus meiner Boomrattenangriffsgruppe. Denn ich glaube, wenn ich die dann irgendwelchen feindlichen Nahkämpfern entgegenschicke, das kann man ja dann, wird das ziemlich lustig werden. Weil die Viecher sind ja nicht unbedingt sonderlich stabil. Das heißt, die wird es relativ schnell zerreißen, wenn die irgendjemand angreifen. Und jetzt rennen die ganzen Viecher hier mit der guten Flower durch die Gegend. Hat nicht geklappt, ist ja so ein Mist. Kann ich hier trainieren? Ja, Leine lösen. Das werde ich auf jeden Fall mit dieser Boomratte hier noch trainieren. Weil Leine lösen ist die Voraussetzung dafür, dass das klappt. Wo gehst du jetzt hin? Ach, sie versucht ihr Glück bei der nächsten Boomratte. Okay. Irgendwann schaffen wir es noch. So, ich werde mal ein bisschen Heilpflanzen ernten lassen, denn die können wir auf jeden Fall brauchen. Vielleicht klappt es ja hier besser. Na, na, na. Ich habe auch extra Kartoffeln für dich dabei, kleine Boomratte. Nom nom nom, du magst bestimmt Kartoffeln, die sind frisch vom Feld. Reingetragen vom Hund. Na, wird das was? Sieht irgendwie schlecht aus. Ich glaube, die will nicht. Na? Risikozusammenbruch leicht? Oh, was ist denn mit Face los? Okay, muss ich mal gucken, was er hat. Face, wo ist dein Problem? Ist gestresst. Okay, gestörter Schlaf, schreckliche Baracke. Okay, die Umgebung findet er hässlich. Pflanzen angepflanzt, ja. Schreckliche Baracke, okay, das mag er offensichtlich nicht. Ah, ich sehe schon, ich werde mal wirklich danach gucken müssen, die Leute so ein bisschen auseinanderzuziehen, weil das funktioniert irgendwie nicht. Ah, so ein Mist. Der arme Face. Und er hat immer noch kein Glück bei Frauen. Ich bräuchte mal einen neuen Mann hier in der Kolonie. Oder eine Frau. Also vielleicht keine Piratin oder sowas, sondern irgendwen, der, naja,
für Face interessant sein könnte. Oder zumindestens, nein, der sich für Face interessiert, so rum. Weil das Problem ist ja nicht, dass die nicht interessant sind, die Frauen, sondern dass die sich nicht für ihn interessieren. Ist ja schon traurig, dass der Hund irgendwie... der räumt hier auch auf. Finde ich gut. Das ist echt klasse. Tascha? Nee, Flower, wo bist du jetzt schon wieder hin? Probiert sie wieder ihr Glück bei der Boomratte? Ja, boah, die rennt hier auch ordentlich weg. Das ist schon ein bisschen ätzend. Muss man durch. Also ich bin echt am Überlegen, wie ich das am besten mache. Weil ich glaube schon, dass wir irgendwie ein zweites paar Schlafräume oder so noch brauchen könnten. Ob ich die jetzt hier oben hinbauen soll, hm? Ja, ich glaube schon. Also so hier einen Raum. Müssen wir mal den Planer irgendwie basteln. So hier. Weil dann könnte ich hier noch einen Raum reinmachen und hätte hier auch noch eine Tür. So. Fände ich jetzt nicht schlecht. Dann könnte ich hier noch Türen hinpacken. Ja. Übrigens, wundert euch nicht darüber, dass ihr jetzt erst meinen Mauszeiger seht. Ich spiele normalerweise recht viele Spiele, wo der Mauszeiger nicht so wichtig ist. Ich hatte den schlicht nicht als Anzeigen angeklickt in meinem Aufnahmeprogramm, aber ich hoffe mal, ihr seht ihn jetzt. Das wäre sonst ein bisschen blöd. Okay, dann muss ich jetzt eine neue Ablagezone irgendwie aufbasteln. Abfallzone hier, passt doch. So, Abfallzone hier. Und die hier löschen wir mal. Dann dürft ihr hier mal aufräumen, Leute. Muss alles weg. Und dann müssen wir natürlich erstmal kiloweise Holz hacken. Ich glaube, Holz ist gerade aus. Yo, Holz ist total aus. Oh je. Na, Flower, was machst du? Huch. Ah, sie erntet hier. Hat das denn mit der Ratte geklappt? Oh. Überfall. Moment. Stammesmitglieder der Fraktion Konföderation der Biago sind in der Nähe aufgetaucht. Sie werden sich vor dem Angriff noch vorbereiten. Bereite die Verteidigung vor oder attackiere sie mit einem Präventierschlag. Okay, gucken wir mal. Das sind gleich zwei. Okay, es wird schwieriger. Was habt ihr denn hier für schöne Fähigkeiten? Mal gucken. Fernkampf, das wäre natürlich nicht schlecht. Sorgfältiger Schütze, schneller Geher. Oh, wenn ich die irgendwie einfangen könnte, wäre das super. Ist noch 17. Vielleicht ist sie ja jung und unschuldig genug, sich von Face irgendwie, naja, anflirten zu lassen. Aber dafür müssen die erstmal überleben. Und Rego ist ein Sammler. 39, mal gucken. Der ist im Nahkampf gut und in Landwirtschaft. Rauschmittelinteresse, lahme Ente, Sanguinica. Ist von Natur aus fröhlich, okay. Aber lahme Ente ist natürlich blöde, weil er etwas langsamer läuft. Und Rauschmittel, ja, ne, Drogen sind geil. Und er hat irgendwie an nichts groß Interesse. Okay, also wir werden versuchen müssen, Braun irgendwie hinzukriegen. Und den hier müssen wir irgendwie, oh wei, das wird natürlich wieder lustig. Warte mal. Ihr geht am besten nach Hause. Zu meiner schönen Kolonie. Wurde von Face umworben. Tascha hat den Annäherungsversuch ignoriert. Arg. Ja, nee, das läuft so nicht. Ich überlege gerade, ob ich hier noch so ein bisschen Sandsäcke hinpacke. Strukturen. Nee, Sicherheit waren die Blitzen. Hier. Ich glaube, die kommen von unten. Habe ich dafür überhaupt genug Stahl? Das sieht schlecht aus, aber gut. Tascha, du würdest jetzt hier mal bitte arbeiten. Flower, du bist im Kampfmodus, so stellst dich schon mal hier hin. Face, du bist auch im Kampfmodus, so stellst dich bitte hier hin. So. Dann hoffe ich doch mal, dass die schnell genug wieder da sind. Dass sie das alles hier hinkriegen.
bevor hier unsere fiesen Angreifer von wo auch immer von hier hinten herkommen. Eiwei. Erego und Braun. Braun finde ich irgendwie. Braun allein gelassen, okay. Braun Barga. Das arme Mädel, wieso nennt man die Braun? Das ist ja auch irgendwie fies. Erego ist ein Sammler, was hat der noch? Rego Sayu. Okay. Ich frage mich, ob man neue Kolonisten irgendwie umbenennen kann. Das wäre ziemlich gut. So, Tascha, bau du mal, bitte. Bau mal schneller. Wir brauchen das Zeug. Ah. Sonst haben wir nämlich hier keine Verteidigung. Das wäre ein bisschen kacke. Hätte ich das mal ein bisschen früher gemacht. Oh, shit. Jetzt will sie erstmal was essen. Ja, was soll das denn? Hallo, hier kommt der fiese Angriff gleich. Ah. Ah, fuck. Okay, Tascha. Ich verstehe, dass du dein Mittagessen brauchst, aber ist es gerade etwas unpraktisch. Seufz. Ah, okay. Nein, Tascha, du sollst jetzt hier bauen. Bauen, nicht kochen, bitte. Oh, warum ich? Warum habe ich solche unwilligen Kolonisten? Ah. Nein, du machst jetzt hier... Tascha, du machst jetzt bitte hier weiter. Das gibt's doch nicht. Echt jetzt. Muss ich ihr das jetzt jedes Mal extra sagen? Und du kommst jetzt bitte wieder zurück. Und hier noch. Manometer. Ja, das ist doch echt... Das ist nicht mehr witzig. Hallo? Sandsäcke? Alter, die ganze Zeit schleppt sie die Kartoffeln durch die Gegend. Was soll das denn? So, jetzt kommen auch die fiesen Gegner. Ah! Okay, gucken wir mal, wo sind die denn jetzt hier? Ah, okay, der Rego kommt schon darum. Ich frage mich, von welcher Richtung die dann angreifen werden. Na, ich hoffe mal, er kommt jetzt tatsächlich von unten. Komm, Tascha, mach mal hier fertig, bitte. Bitte, bitte, mach hier fertig. So, nein! Du wirst dich jetzt bitte schön hier hinstellen. Nein, So. Oh, weia. Oh, oh. Okay, Flower, lass die Tiere los. Oh, shit. Sie haben das Mädel gleich tot gemacht. Okay. Gut. Nicht so schön. Okay, er scheint verletzt zu sein und flüchtet. Flieht panisch, okay. Oh oh. Jesse kriegt ihn gleich. Puh. Das ist natürlich doof, dass ausgerechnet die Kolonistin, die ich hätte brauchen können, jetzt auch tot ist. Naja, egal. Was soll's. Okay, Face, du bist hier fertig. Du gehst jetzt erstmal ins Krankenbett. Nein, Face, du gehst hier ins Krankenbett. Bitte. Schlafen bis vollständig geheilt. Flower, du bist hier fertig. Wer von den beiden kann denn Medizin gut? Ich glaube, das kann Tascha. Ja, genau. Tascha wird sich dann gleich mal um Face kümmern müssen. Weil der arme Kerl sieht jetzt so ein bisschen angegrätzt aus, ein bisschen kaputt. Er hat einen Schnitt vom Kurzbogen, okay. So, die wird erstmal aufgeräumt.
gutes Stahlmesser, auch nicht schlecht, okay. Und unser Angreifer scheint geflüchtet zu sein. Na gut, er hat offensichtlich genug auf den Kopf gekriegt. Und Jesse war ein heldenhafter Hund. What? Jesse ist toter Mensch. What? Wieso? Warum? Ah. Okay. Jetzt liegt erstmal hier die gute Braun, die wir eigentlich hätten brauchen können. Ah, so ein Mist. Naja, gut. Wir finden schon noch irgendwann jemanden, da bin ich mir sicher. So, gucken wir mal. Ja, 88% Qualität bei der Heilung ist auch okay. Flower, wo bist denn du gerade? Oh, okay, sie versucht wieder ihr Glück hier bei der Boomratte. Wo ist denn eigentlich unsere andere Boomratte hin? Die schläft, die ist verletzt. Okay. Kann Flower heilen? Nee, kann sie nicht. Ah, das kann sie natürlich nicht. Ah, shit. So ein Mist. Aber wir haben hier keine unmittelbare Gefahr, das ist schon mal gut. Nicht, dass hier die arme Boomratte drauf geht, die sich so heldenhaft in den Kampf gestürzt hat. Das fand ich ja richtig geil, also hier an unserer kleinen improvisierten Kampfbarriere. Das läuft. So, ich mach mal ein bisschen schneller, weil es ist wieder Nacht. Und das Muffalo quetscht sich jetzt neben Flowers Bett. Oh, Face konnte schlafen. Hat sich erholt, finde ich schön. So, Face, was hattest du jetzt eigentlich hier vor? Okay, Face holt jetzt erstmal Silber. Ja gut, wenn du meinst, da will ich dich jetzt mal nicht abhalten. Gut, psychische Beruhigung. Deine weiblichen Kolonisten lächeln zufrieden. Eine weit entfernte Maschine des Glücks rührt sich. Sie sendet ein starkes psychisches Summen über die ganze Region auf einer Frequenz, die scheinbar nur das weibliche Geschlecht erfasst. Die Stimmung einiger Kolonisten wird sich über die nächsten Tage deutlich verbessern. Okay, sage ich jetzt nicht nein zu. Vielleicht schafft es dann auch der gute Face endlich mal, irgendwie bei einem der Mädels zu landen. Ich würde es ihm ja wünschen. Der arme Kerl, der hat es echt schwer. So, gucken wir mal, wie es der Ratte geht. Oh oh. Das ist natürlich kacke. Ich glaube, als allererstes werde ich dann die gute Tascha schicken, dass sie die Ratte irgendwie rettet. 3 Uhr. Na, hoffentlich steht dann auch Tascha bald auf. Komm, Tascha. Behandelboomratte, genau. Ich glaube, du hast genug geschlafen. Du kannst jetzt hier mal die Boomratte behandeln. Nicht, dass die uns drauf geht. Ich brauche doch meine lustige Kampfbrigade. Explosivbrigade. Mittlerer Blutverlust. Eieiei, okay. Erstmal die arme Ratte hier ein bisschen füttern. Dass die nicht total abkackt. Eieiei, armes Tierchen. Aber hast du dich hier so geopfert? Dich können wir natürlich nicht sterben lassen. Tascha, du bist. Ich glaube, du bist hier noch nicht fertig. Okay. Irgendwie mag das jetzt gerade nicht so. Ich glaube, wir müssen einfach warten. Weil es sieht jetzt nicht so aus, als wäre das ein Problem. Es steht hier zumindest nichts dazu. Versorgt ist der Schnitt, die Verletzung. Das läuft. So, Tascha hat jetzt Futter gemacht, okay. Und Flower, du könntest dann hier mal ein bisschen aufräumen. Das sieht hier schon so ein bisschen übel aus.
Und der Hund schleppt die Steine durch die Gegend. Alter, was ist das für ein geiler Hund? Ich bin immer wieder begeistert davon, was dieser Hund für krasse Sachen kann. Eieiei. Fehlende Körperteile, 16%. Okay. Hat der Hund die weggefressen oder was? Eieiei. Ich fürchte, meine Kolonisten sind einfach zu gut, was die Kämpfe angeht. Ja, du musst hier mal aufräumen. Das sieht ja schlimm aus. Ganz furchtbar dreckig und so. Kann man so echt nicht lassen. Und das ganze Blut hier wegwischen. Hier drüben sieht es auch übel aus. Also irgendwie. Die haben ganz schön rumgesaut hier. Erstmal aufräumen, bitte. Und ich glaube, wir brauchen wieder ein Grab. Wir brauchen einen neuen Timmy. Nein, wir brauchen ein neues Grab. Das kann dann später Tascha machen hier. Okay, wo geht sie hin? Sie ist jetzt erstmal hier am. Ah ja, die geht wieder Ratte zähmen. Ich sehe das schon. Face pennt noch und Tascha schuftet. Irgendwie ist das hier so ein allgemeiner Durchschnitt. Okay, was hast du vor, Tascha? Ah ja, hier. Grab ausheben, finde ich gut. Wir haben für Braun extra ein Grab, bei dem dann ein kleiner Beerenbusch oben drauf ist. Finde ich auch irgendwie süß. Was machst du jetzt? Ach, schon wieder kochen, okay. Face kümmert sich jetzt erstmal hier darum, die ganzen Sachen vom Feld zu holen, hoffe ich. Das ist auch schon mal gut. Können wir alles brauchen. So, jetzt aber bitte hebe mal das Grab aus. Meine Güte, ist echt übel. Wird hier langsam dann so eine richtige Batterie, so ein ganzes Feld voll mit Gräbern. Immer kommt irgendjemand vorbei, der, nun ja, stirbt. Oder versucht hier irgendwie klarzukommen. Also, ihr lieben Leute, nachdem es dann heute dann unvermittelt spannend war, würde ich mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke, dass ihr reingeguckt habt. Hat mich sehr gefreut. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Die nächste Woche hat ja schon begonnen. Bis denn und tschö.